So, das erfolgreichste Horror-Franchise geht nämlich in die 9. Runde mit Spiral. Ob der sich lohnt, das sage ich nämlich jetzt. Let's go! Few bones there. But come around. Game over. Bekommen wir jetzt nach dem 8. Teil, der natürlich ja eigentlich die Jigsaw-Saga beendet hat, einen Neustart. Man kann es wirklich so sagen, es ist ein Neustart, aber natürlich bleibt die Idee nicht neu oder man erfindet natürlich jetzt keine neuen Sachen. Man kann sagen, Saw Spiral ist schon wieder ein bisschen was Erfrischenderes, hat eine coole Story, aber es bleibt trotzdem ein bisschen beim Alten. Was meine ich damit? Natürlich haben wir was Neues. Chris Rock ist als Schauspieler da am Start. Samuel Jackson haben wir sogar hier in einer Nebenrolle. Und natürlich aber auch junge Darsteller, zum Beispiel wie Max Minghella. Der ist ja der unerfahrene Partner von Chris Rock, der ja einen Polizisten spielt. Ein Detective, der natürlich die ganzen Fälle aufklären will. Ganz kurz dazu weg. Ich will ja auch nichts hier spoilern. Mein einziges Manko ist wirklich so manchmal ein bisschen die Story, die hätte ein bisschen knackiger, ein bisschen runder sein können. Natürlich die Kamerafahrten sind eigentlich ziemlich cool gemacht. Es liegt da wahrscheinlich auch daran, dass Darren Lynn Bossman, den man ja aus dem zweiten Saw-Teil kennt, nämlich hier auch die Regie geführt hat. Aber natürlich das Wichtigste sind natürlich die Body Counts, natürlich die ganzen Fallen in Saw, die man ja kennt, und die sind wirklich blutig. Das Ding ist natürlich ab 18, FSK 18 ist das auf jeden Fall. Ihr seht da wirklich blutige Szenen und ich war überrascht, dass das doch dann wieder so gut funktioniert, weil die letzten Teile waren wirklich eher zäh und langweilig. Und da muss ich sagen, Saw Spiral hat schon wieder Spaß gemacht, wobei man auch sagen muss, gut, hätte man den jetzt wirklich gebraucht. Wahrscheinlich nicht, aber mit so einer Einstellung, die wir jetzt haben, mit so einer Art Krimi-Thriller, war das nicht schlecht als Saw, als 9. Teil. Somit kann ich eins sagen, für mich haben wirklich das Color Grading gepunktet, die schauspielerische Leistung war gar nicht schlecht, hätte natürlich ein paar Szenen vielleicht besser sein können. Der Twist war eigentlich ganz nett gemacht, es war nicht jetzt so vorausschaubar und natürlich, sage ich mal, die Story hätte noch ein bisschen knackiger sein können. Die Bodycounts, die Fallen waren ziemlich cool gemacht und im Ganzen bleibt es halt einfach wirklich ein solider Saw, den ich euch wirklich empfehlen kann, ins Kino zu gehen. Ich würde den eine 7 von 10 geben, damit, glaube ich, liege ich nicht falsch. Was meint ihr? Ab in die Kommentare, ob ihr den vielleicht schon gesehen habt oder heute reingeht. Und natürlich guckt mal bei Instagram vorbei, da gibt es nämlich ein cooles Gewinnspiel, da könnt ihr nämlich Kinokarten gewinnen. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!